Die Gründung eines Orchesters hat mich immer schon interessiert, weil was mich nicht interessiert hat, war dieses von Orchester zu Orchester ziehen und jeden zweiten Abend Brahms oder Beethoven zu dirigieren. Ich fand immer spannend, eigene Ideen zu entwickeln und vor allem auch die Idee, dass in meiner Arbeit es einen roten Faden gibt. Fast, das ist der Großteil unseres Publikums. Menschen, die sagen, wir kommen einfach, weil wir immer wissen, bei euch ist es irgendwie interessant und ich erfahre irgendetwas, was ich vorher nicht wusste.